hier quasi lang. Dann ist das, ist das gut. Dann brauchen wir zwei Bewaffnete. Die muss ich wahrscheinlich auch erst kaufen, wa? Bewaffnete Wache. 1500, ich glaube, es hackt. Für jede bewaffnete Wache brauchen sie einen eigenen Spind in der Waffenkammer. Holy. Das heißt, wir werden eine größere Waffenkammer brauchen, aber das ist erstmal nicht so wichtig. Wie geht's denn unseren kleinen Häftlingen? Geht's euch gut? Haben wir eigentlich schon irgendjemanden entlassen? Kann man so irgendwo gucken? Wir haben noch niemanden entlassen, glaube ich. Ja, wir haben noch niemanden lassen. Und wird einiges exportiert hier. Warum wird denn hier so eine. So wenig Holz habe ich nur? Das ist ja über wenig. Wow, ich hätte. Aber ist da vielleicht noch einfach ein bisschen noch über viel Holz übrig? Ah, okay. Da ist auch noch ziemlich viel Holz übrig. Ich verstehe. Und es wird jetzt alles exportiert, richtig? Ja. Noch nicht losfahren. Okay, tschüss. Wie viel bringt das jetzt mir? 1000. Ah. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Okay. Brauchen wir noch eine, dann haben wir 15.000 Gold wieder. Dollar. Und die brauchen anscheinend. Brauchen tatsächlich Patrouillen. Okay. Ja, dann machen wir die einfach hier so lang, wa? Und machen dafür die Wache hier raus. Denn bewaffnete Patrouillen sind, glaube ich, ein bisschen besser und die Türen gehen jetzt schon von alleine auf. Ja, das ist doch geil. Das erweckt, das ist doch toll. Man läuft hier lang. Man sieht die Leute schlafen. Und wenn sie rausgucken, sehen sie die bewaffnete Patrouille. Wie kann man besser schlafen, würde ich sagen. Wenn man so beschützt wird. Oh, wir können den nächsten bauen. Kaufen. Personal, bewaffnet. Bereits Maximum eingestellt. Achso, könnt ihr mal hier bitte den Spind hier endlich mal hinbauen? Irgendjemand den Spind. Bitte. Hier kommt direkt nochmal Export. Oh, wie oft kommt denn hier der Exportwagen vorbei? Hallo, Spind. Irgendjemand zufälligerweise den Spind dabei. Das Licht brauche ich nicht. Ich hätte ganz gerne ein paar Lampen hier drauf. Damit es ein bisschen beleuchtet ist. Und hier hätte ich auch ganz gerne überall Licht. Aber da muss ich erstmal für ein bisschen Energie sorgen. So, Lampen. Jetzt muss ich mal die Wege ein bisschen bearbeiten. Hier kommt nämlich definitiv Gras hin. Hier oben kommt dafür Gehwegplatten hin. Ich weiß nicht, was ich da vergessen habe, warum ich die vergessen habe, die dazu packen, hinzupacken. Alter, das Holz braucht doch viel zu lange, Leute. Ich glaube, ich brauche mehr Arbeiter. Los! Arbeiter arbeitet! Macht mal was Konstruktives, bitte.
Ich hier mal das ganze Holz. Ich meine, es bringt uns zwar Geld ein, aber es kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt eure Hauptbeschäftigung hier ist. So habe ich jetzt nicht gewettet mit euch. Okay. Wir haben natürlich nur zwei Hunde. Und wenn die müde sind, schlafen die. Das heißt, dann ist die Staffel vorbei. Das heißt, wir brauchen noch zwei weitere. Wie teuer sind denn die? Hundeführer 500. So. Dann erfüllen die jetzt nämlich die Aufgabe. Die schnüffeln nämlich nach eventuellen Tunneln, die Leute bauen. Und wer läuft jetzt hier nur im Kreis? So, das Spind da, das Spind ist da. Personal, bewaffnet, bam. Und natürlich den richtigen Einsatz hier. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Machen wir dich weg. Und ich pack nehmen wir dafür auch wieder weg. So, jetzt sollten wir Geld haben. Nein. Weil Hundepatrouille nicht da ist. Jetzt haben wir die 15.000 bekommen. Na, endlich. Das wurde auch mal Zeit. Können wir direkt die nächste annehmen, wenn ihr jetzt wieder wisst, wo das ist. Da. Okay. Erhöhen Sie zwar Ihre Sicherheitskräfte. Schalten Sie die Büro Panzerwesten frei, Taser frei. Überwachungsmonitor. Platzieren Sie Überwachungskammer in Ihrem Gefängnis. Das haben wir eigentlich ja schon gemacht. Das können wir direkt annehmen und abgeben. 30 Nummernschilder herstellen. Ja, das wäre an sich das nächste. Drogenbekämpfung. Finden Sie 10 illegale Narkotika. 10. Ich glaube, wir machen erstmal die hier. Dann müssen wir nämlich nur Panzerwesten und Dinger freischalten. Also das hier und das hier. Guard Tower kommen später. Okay. Und dann kümmern wir uns nämlich darum, um, dass die Leute hier ein bisschen arbeiten. Und dafür werden wir. Oh ja, das ist knifflig. Ich werde das mal jetzt hier den Zaun hier runterziehen. Mache ich vielleicht noch eine? Warte mal, wie viele sind das hier? Sekunde. Planung. Also quasi nochmal 11. Das heißt. Ende, 11 in die Richtung und ja, so, und davon kann ich dich ja hier wegmachen, dich hier wegmachen. Ne? So. Ne? Vielleicht mache ich das nochmal hin so. Ich weiß, ich müsste das jetzt nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal komplett. So, und dann ziehe ich quasi hier die Mauer runter. Hier so. Ne? Und ziehe die bis auf Weiteres hier so runter. Dann hätten wir diesen Bereich hier. Also wenn ich sie jetzt hier so lang ziehe. Sekunde, mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal wirklich planen. Also, der dicke Zaun hier, das ist der dicke Zaun. Den packe ich wahrscheinlich bis dahin. Oder den werde ich vielleicht sogar eins näher ran machen und werde den hier hinbauen. Nee, das ist blöd. Ich werde den hier so. Hier. Ah, hier vielleicht sogar. Kann ich den hier lang bauen? Ich zweifle, dass ich den da bauen kann. Also werde den hier so runterführen. So. War bis hier hin. Und dann werde ich den hier lang ziehen. Dann passt das direkt. Dann wäre hier nämlich der andere Zaun. Also der nicht so starke Zaun. Den würde ich denn hier so lassen. Mit Anbindung da dran. So. Ne? Da hätten wir halt die ganze Fläche hier noch frei. Und das ist schon nicht verkehrt. Das heißt, das machen wir jetzt erstmal. Das heißt, wir bauen jetzt erstmal einen Zaun hier lang. Und einen sehr teuren Zaun hier lang. Der
unfassbar teuer sein wird, aber benötigt wird. Okay, wir haben noch 12.000. Egal. Dafür wird das Ding jetzt erstmal gebaut. Safe. Habe ich da etwa schon wieder jemand? Wir können unseren Informanten jetzt mal hier. Informanten, Verdacht ist relativ no. Schicken wir den mal los. Und folgen dem mal ein bisschen. Ach, dann darf der hier. Darf der hier schön drin sein, oder was? Du bist Ziel. Aber wir haben da hier keine Leute, die Spitze. Und du sollst hier sterben. Jetzt bist du. Ne, da steht einfach nur Spitzel. Und der trägt anscheinend eine Waffe rum. Alles klar, da würde ich sagen. Zellen durchsuchen. Häftling durchsuchen. Und dann reicht das erstmal, danke. Jo, tschüss. Ihr wollt ihn tatsächlich. Ey. Bitte mal aufhören, hier die Waffen jetzt zu nehmen. Oh, ihr habt doch jetzt gerade hier sicherlich. Kann ich irgendwie den Raum untersuchen? Okay. Geht schon wieder zurück. Was haben wir da? Information, Gefahren. So, ne, gefahren aber nicht. In den letzten 24 Stunden wurde deine Waffe gefunden. Wo kam die her? Wurde da gestohlen. Was ist denn das überhaupt? Ein Knüppel. Okay, wurde da gestohlen. Wurde denn da versteckt? Wurde anscheinend hier durchgenommen und hier wurde es nicht mitbekommen. Das heißt, aus dem Schrank kriegen die Knüppel. Das ist nicht so geil. Freut mich nicht, das zu hören. Und warum arbeitet gerade nur ein Einzelner? Arbeitet gerade nur ein Arbeiter? Denn alle anderen? Ah, hier. Aber nicht einsperren hier, bitte. Okay. Na, immerhin. Immerhin arbeiten welche. Es wird immer unsicherer für sie. Die Chance geht immer weiter zurück, dass sie irgendwann mal hier aus diesem Gefängnis fliehen können. Es sei denn, sie bringen jemanden um. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal machen, also nicht jemanden umbringen. Das werden wir wahrscheinlich auch machen, wenn man denn, wenn wir so einen elektrischen Stuhl haben und halt tatsächlich es Leute gibt, die umgebracht werden müssen. Wenn wir das als richtig erachten, wenn die zum Beispiel Leute umgebracht haben. Dann hier. Freier Schusswaffengebrauch. Nee, nicht wirklich. Nee, wir brauchen keine Tote. Die sind ja hier nicht so schlimm. Tote macht nur Stress und Ärger. Oh oh. Den könnten wir. Den abgesessen. Rückfahrwahrscheinlichkeit ist auch relativ gering. Den könnten wir sogar als Informant holen. Kann ich den jetzt hier nehmen, hier so? 5 Tage ist er schon in unserem Gefängnis. Aber geht anscheinend nicht. Okay. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Er gönnt sich die Heckenschere, die Häftlinge ach, du hast dir die gegönnt. Ach Leute, sowas macht man nicht. Wenn man im Gefängnis ist, baut man sich nicht Waffen. Das ergibt keinen Sinn. Warum denken sich Leute, damit ist es einfacher? Ist es nicht.
Es ist nicht einfacher. Sollten die nicht jetzt eigentlich schon alle ermöglichen, machen das Tragen von Tasern? Aha. Wenn ich jetzt hier so einen Bewaffneten habe. Ach, der trägt jetzt einen Taser schon. Der Junge trägt einen Taser. Und Panzerwesten ein bisschen freischalten. Das ist okay. So, sind wir jetzt mal bald fertig hier. Was ist denn das, ey? Ist hier überhaupt noch, noch was in Planung? Ja. Mein Gott, braucht ihr lange, ey. Sitzung des Besserungsprogramms. Ich glaube auch. Die Frage ist dann auch, wo machen wir das Gebäude hin? Es sollte schon relativ groß sein, damit da wirklich viele Leute Platz drin finden. Das heißt, warte mal. 2, 1. Also hier auf jeden Fall und dann hier 1 frei, 2 frei, noch 1 frei. Also machen wir das so. Und machen eine normale Tür hin und zwar nach. Ne, wir machen keine normale Tür, wir machen eine gesicherte Gefängnistür. Dahin. Mit Metalldetektoren davor. Da haben wir schon wieder zu wenig Kapital. Wir sind so arm. Wir sind so arm. Immerhin. Nein, doch nicht. Mich geirrt. Ich wollte gerade sagen, immerhin ist unser Gefängnis jetzt beim nächsten Mal rundum abgesichert. Aber ist es nicht. Ist es nicht. Warum auch? Hier machen wir mal Personal. Ach, wir haben ja kein Geld. Habe ich vergessen, das habe ich vergessen. Ja, wir müssen einfach noch 64, 24, 4% warten, dann kriegen wir noch 20.000. Wenn wir die 20.000 haben, geht das klar. Süßen. Lass mal nicht die Seife fallen hier. Was soll das hier? Dürfen Sie sich Ihre eigene holen oder was? Reicht die Dingens eigentlich dafür aus? Welche Verteilung? Immerhin sorgt sie dafür. Okay. Temperatur ist überall ganz angenehm. 13 Grad ist ein bisschen kalt. 14 Grad sind auch nicht gerade angenehme Temperaturen. Da ist es, denke ich, auch ziemlich kalt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Kriterium für die Raumqualität, wa? Nicht mal. Na gut. Ach, haben wir es geschafft. Nice. Okay. Dann tragen die jetzt hier anscheinend Panzerwesten. Ja, das sieht gut danach aus, dass wir die Panzerwesten tragen. Die Panzerwesten. Okay. Ja, dann könnten wir eigentlich anfangen mit dem Recht. Wobei das hier auch einfacher gehen könnte. Machen wir das mal. Das gerade mich 10.000 kostet. Autsch. Autsch, das wollte ich nicht. Verdammt. Wir brauchen auf jeden Fall für das hier neue Leute. neue, viel mehr Energie.
Denn das wird Unmengen an Energie fressen. Und warum zur Hölle macht ihr das jetzt nicht fertig hier? Kommt ihr da nicht hin?